Frau Edenheiser, Sie sind Kuratorin der Ausstellung Kalawaja hier im Grassi-Museum in Leipzig. Wer oder was sind die Kalawaja? Die Kalawaja sind traditionellerweise Quechua-sprachige indigene Wanderheiler aus einem ganz bestimmten Gebiet im Nordosten Boliviens. Mittlerweile gibt es aber auch viele Mestizen oder auch andere Menschen, die auch in den Städten praktizieren als Heiler und sich auch als Kalawaja bezeichnen. Und warum werden Sie hier im Grassi-Museum ausgestellt? Vor einigen Jahren ist eine Sammlung angekauft worden von Professor Dr. Dr. Ina Rösing, die am Universitätsklinikum in Ulm sehr lange gelehrt hat, auf einem Lehrstuhl für Kulturanthropologie. Sie hat jahrelang bei den Kalawaja geforscht und hat sehr reichhaltiges Bildmaterial mitgebracht, auch sehr viele Objekte, sehr viele Ritualinkredenzien und Requisiten. Sie hat auch ein reiches publizistisches Oeuvre hinterlassen, auf dem jetzt diese Ausstellung fußt. Die UNESCO hat die Kalawaja Heilkultur bzw. die Kalawaja Kosmovision, das Kalawaja Weltbild, 2003 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Das ist natürlich ein weiterer Grund, auch diese Heilkultur hier in Deutschland etwas bekannter zu machen. Und zudem fanden wir auch sehr interessant die ganze Diskussion zwischen schulmedizinischen Ansätzen und alternativen Heilkulturen, auch der Druck, unter dem sich auch traditionelle Heilkulturen befinden, aber auch das große Interesse, das aus euroamerikanischer Perspektive sich auf außereuropäische Heilkulturen richtet. Und das ist einfach ein Thema, das wir hier in dieser Ausstellung präsentieren möchten. Also hier an diesem Objektträger sehen wir verschiedene Elemente, die alle etwas mit der Berufung eines Heilers zu seiner Tätigkeit zu tun haben. Man kann nämlich in den Anden, zumindest traditionellerweise, nicht einfach das Heilen beginnen, sondern man wird durch die heiligen Orte, durch die Götter dazu berufen. Das geschieht meistens durch einen Blitzeinschlag, zumindest erzählen die meisten männlichen Heiler eine solche Berufungsgeschichte, wo sie an einem einsamen Ort von einem Blitz getroffen werden, diesen Blitzeinschlag überleben und danach bestimmte Dinge im Feld finden, zum Beispiel diese sogenannten Blitzsteine hier oder Muscheln. Das wären ganz typische Gegenstände, die dann danach auch als Beweis für ihre Berufung innerhalb ihrer sozialen Gemeinschaft dienen. Nach einer solchen Berufung begibt man sich in eine Lehrzeit bei einem älteren Lehrmeister. Oft geht man dann auch auf Reisen. Dazu werden zum Beispiel solche Taschen hier auch benutzt. Mittlerweile sind natürlich auch ganz normale handelsübliche Rucksäcke im Spiel. Mitunter folgt auf eine solche Lehre am Ende ein Initiationsritual. Das muss aber nicht sein, das kann sein, es ist nicht fest institutionalisiert. Und manchmal bekommt ein Initiant von seinem Lehrmeister auch sein Ritualbündel überreicht. Die andine Religion hat sich ganz eng mit dem Christentum verbunden. Also wir haben ja eine ganz eigene Ausformung des Katholizismus, bei dem sowohl christliche Elemente und Symbole als auch alte andine Elemente und Symbole miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel werden bestimmte Heiligenfiguren, zum Beispiel hier der heilige Jakob, der auch als Schutzpatron für die Kalawaja gilt, mit altandinen Gottheiten, zum Beispiel mit dem heiligen Blitz, in Verbindung gebracht und erfahren eigentlich dieselbe Verehrung wie diese altandinen Götter. Wir sehen hier einige Amulette, die sozusagen als prophylaktischer Schutz vor Unheil benutzt werden. Man benutzt sie für verschiedene Bereiche im Leben. Dieser Bereich hier ist Reichtum. Man kann das sehr schön an diesen Händen erkennen, die die Münzen halten, die den Reichtum praktisch in Händen halten. Man trägt die Amulette dann bei sich oder hat sie im Haus oder vergräbt sie, um ja dieses Ziel des Reichtums zu erreichen. Und wie wirksam sind die Amulette? Das ist nach naturwissenschaftlich fundierten Methoden nicht untersucht worden. Diese Injektionsfläschchen, die funktionieren auch als Amulette, werden auch so benutzt. Und ich finde hier eine ganz wunderbare Kombination aus biomedizinischem, sogenannten schulmedizinischem System und dem einheimischen, dem Kalawaja-System. Also wir haben hier eben diese Injektionsfläschchen. Hier ist vermutlich auch noch etwas Penicillin oder irgendeine andere Flüssigkeit drin. Und dann sind hier Ritualinkredenzien reingestopft worden, die normalerweise in unheilabwehrenden Ritualen benutzt werden. Man hat hier also eine schöne Kombination von zwei Abwehrsystemen. Einmal dem biomedizinischen Abwehrsystem mit der Medizinflüssigkeit und eben dem rituellen der Kalawaja-Kultur. Und das wird so als unheilabwehrendes Amulett benutzt.